Damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen, richtig nicen Let's Play hier auf meinem Kanal. Das ist der Euro Truck Simulator 2. Ja, Folge 1. Mein Gott, dass ich im Jahr 2021 ein im 2012 gestartetes Spiel nochmal anfange, hätte ich persönlich selbst nicht gedacht. Aber nachdem ich viele, viele Versuche sogar schon gestartet hatte, dieses Game zu Let's Playen, setzen wir es heute endlich um, da das Game jetzt den Patch 1.40 erhalten hat mit neuer Lichtsimulation, dachte ich mir, komm, das nutzen wir aus. Jetzt fangen wir es an. Man kann es in der Kamera ganz leicht hier sehen. Wir haben hier ein Lenkrad. Wir zocken das Ganze mit Lenkrad. Deswegen entschuldige ich mich schon mal jetzt, wenn es Probleme geben sollte mit dem Sound. Denn hier sind zwei Force-Feedback-Motoren drin und das könnte man ab und zu hören. Ist denn jetzt so, ich will auch mit dem Mikro irgendwie noch umsteigen auf ein Headset oder so, weil das hier mit dem Drehen ab und zu ein bisschen problematisch werden könnte, aber egal. Wir zocken 1.40, ich habe noch nicht alle DLCs, die werde ich aber noch dazu kaufen im Laufe der nächsten Folgen, ja, dass wir dann auch wirklich die ganze Map da haben. Und es sind ja noch weitere DLCs in Zukunft angekündigt, die die Map nochmal erweitern, das heißt, wir haben da eigentlich sehr viel Möglichkeiten. Wir zocken auch aktuell erstmal ohne Mods, das heißt, wir zocken jetzt schön Vanilla. Können wir uns dann immer noch mal überlegen, das Spiel ist ja ziemlich modfreundlich, nur leider gibt es da immer viele Probleme mit Updates des Spiels. Wenn es ein Spielupdate gibt, dann muss man gucken, wo die Mods bleiben, und dann kann es sein, wenn du die Mods dann nicht lädst, dann funktioniert der Spielstand auch nicht und so. Deswegen bin ich da mit Mods erstmal ein bisschen vorsichtig, weil mit diesem Spielstand wollen wir es natürlich weit bringen. Und das hier ist aber mein Testspielstand. Wir fangen natürlich von vorne an, das heißt, ich verwalte jetzt Profile und wir machen natürlich ein neues Profil. Ja, das nennen wir dann, genau, das ist schon richtig. Ich hatte aus meinem Steam-Namen wahrscheinlich übernommen. Wir sind männlich und brauchen ein gutes Bild. Ich bin männlich, habe ich gesagt. Ja, ich habe die Logos gerade verwechselt. Belastend. So, jetzt aber. Da haben wir die... Das finde ich aber auch cool, dass er hier natürlich jetzt... ja, wahrscheinlich so eine Hemdträgerin als Truckfahrer. Warum nicht? Digga, was zum Fuck? Hier sind halt so viele Leute dabei, die einfach hier sowas hier. Das passt nicht. Also, ich weiß nicht, also soll ja jeder machen, was er will, ne? Aber ja, die sehe ich in einem richtig fetten Truck, ich sag's dir. Ja, ja, sind ja schon ein paar. Sah recht freundlich aussehen, sagen wir mal, wie es ist. Nein, wir wollen natürlich hier jemanden männlichen spielen und da müssen wir mal gucken. Ich will natürlich auch keinen hässlichen Typen hier haben. Er schielt einfach toll. Nichts gegen schielende Leute, aber das ist jetzt nicht das, was ich auf meinem Profilbild haben möchte. Aber soll ja jeder so machen, wie er will. Gedacht. Ach, hier gibt es ein paar sehr freundlich aussehende Typen. Ich glaube, irgendwo weiter unten war aber jemand, der hatte mir schon in meinem Testprofil ganz gut gefallen. Ich glaube, auf den wird es auch wieder auslaufen. Ja, den werden wir dann nehmen. Nur finden und dann geht's auch gleich los. Ich hoffe auch, die Lenkradsteuerung ist jetzt aus meinem alten Profil übernommen und ich muss das jetzt nicht alles wieder von vorne machen. Das wäre ein bisschen schade. Könnte dann nämlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja, aber man versteht mich ganz gut. Die Musik ist ja auch ein bisschen laut. Ich habe sie extra davor ein bisschen runtergestellt. Ich glaube, ich muss sie noch weiter runterstellen, weil ich will ja dann später auch Custom-Musik hier einsetzen, ne, damit die langen Fahrten später auch ein bisschen unterhaltsamer werden. Mag einfach dann ein bisschen Musik an. Kann man dann halt so mit Radio so ein bisschen gleichsetzen, würde ich sagen. So, da, der sieht doch schon mal ganz gut aus. Ansonsten, so viele Leute haben wir jetzt auch nicht mehr. Der sieht nicht schlecht aus, der ist auch freundlich. Also... So viel Auswahl, das ist halt auch schon krass. Da fühlt man sich ja echt verflutet. Kann ich auch sagen. Hier, den fand ich richtig freundlich. Der sieht doch gut aus. Der Typ sieht lustig aus. Der Typ sieht cool aus. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme den trotzdem. Der sieht irgendwie richtig... Der hat irgendwie... Muss man ja auch sagen. So. Bevorzugt das LKW-Design. Boah, da gibt es ja mittlerweile auch schon richtig viel...
So, zweimal DAF, Iveco, zweimal MAN, zweimal Mercedes, dreimal Renault mittlerweile. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4 Scanias und 2 Volvos. Ich bin ein richtiger Scania-Fan, muss ich auch einfach sagen. So Scania-Trucks mag ich persönlich auch irgendwie am liebsten. Und der große Traum des fetten Scania-Trucks ist in diesem Spiel erstmal unser Ziel. Dementsprechend würde ich auch sagen, wir fangen direkt mit einem Scania an. Dann nehme ich gleich mal den da. Der ist doch eigentlich ganz schick. Gibt es da auch einen Unterschied zu dem hier irgendwie? Ja, 1, 2, 3, 4. Wobei, der sieht irgendwie ein bisschen taller aus. Weißt du, was ich meine? So, Logos gibt es ja nicht ganz so viel. Da würde ich aber mal sagen, nehmen wir hier den. Das passt zum Euro Truck Simulator. Und jetzt muss ich mal ganz kurz irgendwie nach vorne gehen, weil ich muss für Tastatur. So, zack. Ink. Die Inks sind am Start. Sprache, Deutsch, Spielmodul, Steamcloud nutzen und ab dafür. Controller wollen wir haben. Wir nehmen die H-Schaltung selbstverständlich. So, und wir wollen die Anordnung benutzen. Umschaltknopf, genau. So, da müssen wir jetzt nochmal gucken. Lenkrad erkennt er. Gasbremse. Ich habe unten natürlich drei Pedale inklusive Kupplung. Okay, er scheint es nicht zu übernehmen. Da müssen wir die Tasten nochmal ein bisschen neu belegen. Zack, zack, zack. 3, 4, 5, 6. Rückwärtsgang. Getriebeumschalter 1 und 2. Ah ja, da sieht man es auch nochmal, wie er das macht. Alles klar. Das sieht soweit ganz gut aus. Dann kann es losgehen, würde ich sagen. Ja, ich bin ein bisschen gehypt. Ich habe mich drauf gefreut. Änderung am Inhalt festgestellt. Navigationsdaten werden geladen. Bitte warten. Ach, schön. Ja, die fehlenden DLCs muss ich mir auf jeden Fall noch holen. Wähle die Stadt, in der du beginnen möchtest. So, das ist die aktuelle Map, die wir haben. Geht bis Großbritannien. Hier ganz oben, das DLC haben wir. Was wir nicht haben, ist hier unten. Diese drei Länder haben wir nicht. Das sieht man, weil die hier markiert sind. Und wir haben das neueste DLC aber auch noch nicht. Das kaufe ich dann in den nächsten Folgen, wie gesagt, nach. Jetzt brauchen wir es noch nicht, weil wir fangen eh an in Deutschland, würde ich sagen. Und zwar würde ich sagen, wir fangen in Berlin an, weil von da komme ich auch her. Deswegen würde ich auch sagen, fangen wir doch direkt in meiner Heimatstadt an. Und dann würde ich sagen, Berlin ist drinne. Und da werden wir uns mal hier so ein bisschen die anderen Länder aufarbeiten und dann mal gucken, wo uns die Reise so hinführt. Wir bestätigen, Tutorial brauchen wir an dieser Stelle nicht. Und dann geht's los. Viel Spaß. Von Berlin nach Berlin ist unser erster Auftrag. Motoröl und ja, würde ich sagen, Kamera aus. Und wir gehen durch das Tutorial durch. Willkommen im Euro Truck Simulator 2. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob, das Fahren eines LKW. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Motoröl für BCP sicher zur Entladestelle nach Berlin zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Und im Hintergrund der schöne Fernsehturm. Und da hatte er doch ganz kurz schon mal das Bild des Trucks. Wir fahren natürlich den neuen Scania. Der sieht auch einfach nur geil aus. Wir müssen nur 2 Kilometer fahren. Das ist natürlich für den ersten Auftrag schon ein bisschen interessant. Okay, ja, er hat noch ein paar Sachen, die sind noch nicht so ganz optimal. Ich habe meine Cam jetzt hier erstmal nach oben rechts gepackt, weil ich sehe, dass das Ganze auch ein bisschen ungünstig ist irgendwie. Also ich muss nochmal gucken, wo ich die genau hinmache oder so. Aber im Prinzip ist es halt so, dass es überall so ein bisschen scheiße ist, wo die ist. Also wenn ich mich mit Greenscreen zum Beispiel nach unten links hinmache, dann sieht man halt... Okay, also meine Tasten funktionieren offenbar noch. Ich glaube, nur die allgemeinen Einstellungen hat er irgendwie noch nicht so ganz.
Also ich werde den Spielstand jetzt auch erstmal speichern. Mit dem Mikro ist es jetzt halt echt unangenehm hier. Wir müssen nochmal ganz kurz in die Optionen gucken, bevor wir dann losfahren. Und zwar bei Gameplay. Und zwar wollen wir natürlich alles mitnehmen. Das heißt, Müdigkeitssimulation ist an, Bußgelder natürlich auch. Bevorzugte Auftragslänge ist mir eigentlich egal. Lassen wir mal auf Standard. Ist das Standard? Weiß ich nicht. So. Und sich behalten, ne, brauchen wir nicht. So, Navigation, Schwierigkeit, Grad parken, immer wählen. Zufällige Straßenereignisse, würde ich gerne ein bisschen darauf verzichten. Umleitungen, ja sicher, sind die so hochgestellt, wahrscheinlich. Umleitungen sind das Letzte. So, Regenwahrscheinlichkeit, ja, ab und zu kann es mal regnen. Zeitzonen, wo ist denn hier der Motor? Automatische Zündung und Motorstart, gibt's doch hier irgendwo. Ah, hier. Haarschaltung, automatisch zentrieren. Stecke der Bremsen, LKW-Stabilität, das ist alles so wunderbar. Darstellen, aufsatteln. Automatische Zündung und Motorstart, raus. Will ich selber starten. Liftachse automatisch senken, passt. Tempomat, Schrittgröße, passt. Blinkabschaltung, ja. Beweglichkeit, Kabinenzubehör, sieht gut aus. Ja, den Rest, den müsste er ja dann eigentlich gespeichert haben. Perfekt. Speichern wir nochmal drüber und dann, würde ich sagen, können wir auch schon direkt losfahren. Müssen wir vielleicht nochmal eine Sitzeinstellung machen. Ja, das macht man, glaube ich, mit F4. Genau, wir können jetzt gucken. Ja. Okay, wir können das Lenkrad verstellen. Wir können ein bisschen weiter weggehen vom Truck. Das würde ich fast schon machen. Vielleicht auf 75. Das ist eigentlich okay. Spiegel passt und Licht passt erstmal auch. So, machen wir Motor nochmal aus. Dieses Navi mache ich auch in die einfache Ansicht erstmal. Und dann schauen wir alles später noch, wie das wird. Wir fangen jetzt gerade erst an. Truck ist an. Wir müssen nochmal gucken, wie es mit der Lautstärke dann noch passt. Aktuell ist es ja ziemlich leise. Ah, wobei. Der wird schon. So, das heißt hier, das hier ist unsere Ladung. Okay, ach, ist ja ein niedlicher Anhänger. Na dann. Okay. Kupplung treten, ersten Gang einlegen und dann legen wir doch entspannt los. Und der Spiegel muss weg. Ihr seht ihn gerade gar nicht. Wo war nochmal der Spiegel? Nein, war es nicht. Oh, ja. Ohne künstliche Rückspiegel, wir fahren das alle selber. Ich probiere auch relativ leise zu schalten, sagen wir mal. Aber das Problem ist, dass das natürlich alles mechanisch ist und dementsprechend müssen wir da halt ein bisschen gucken, ne? Ja, da kommt noch einer. Ach, da kommt jetzt noch ein Auto. Na dann lassen wir den Platz. So, 2 Kilometer ist ja nicht viel. Das heißt, wir kriegen die Tour sogar schon durch hier. Das ist ja super. Natürlich schade, dass wir da jetzt ein bisschen diesen schönen Truck hier nicht so lange fahren. Ah, der zieht doch echt gut davon, ey. Wirklich krass. Da hat man auf jeden Fall schon mal einen guten. Das Lenkrad, ich finde das so geil, weil es so groß ist. Also ich habe es jetzt nicht in der Hand hier, aber es ist trotzdem geil, einfach nur. So, du lässt mir hier Platz, ne? Gut, 2 Kilometer ist ja nicht weit. Wir sind hier in Berlin. Da wäre der LKW-Händler da hinten. In Berlin gab es, glaube ich, einen MAN-Händler. Ich kenne das Spiel. Es ist ja nicht so, dass ich das Spiel jetzt anfange zu spielen. Ich habe es schon Dutzende Stunden gespielt. Nur halt immer privat oder halt mit Mods oder wie auch immer. Und dementsprechend. Ja, ich kenne mich natürlich aus mit dem Spiel. Also ihr braucht mir da nicht sagen, ah, hier, da gibt's das und da gibt's das. Ich weiß das selbst. So, zum Fahren selbst. Wir probieren natürlich ordentlich zu fahren, vernünftig zu fahren. Realistisch in irgendeinem Sinne auch.
Ich kann euch aber gleich sagen, dass ich nicht immer aufs Tempolimit achten werde. Da werden wir auch manchmal deutlich schneller fahren, sage ich gleich. Da braucht er gar nicht anfangen rumzuhaten. Es gibt ja auch wirklich Leute, die gucken sich so eine Videos gerne an, weil sie Leute vernünftig fahren sehen. Wir werden da auch ab und zu mal drauf aufpassen, aber gerade wenn wir so Lieferungen haben, die ein bisschen knapper sind, dann würde ich gerne da auch mal ein bisschen schneller fahren. Und wir nehmen so gut wie eigentlich immer die schwierigste Einparksituation. Natürlich soll das Ganze auch schön werden. So, wir haben auch schon unsere erste Arbeitsagentur gefunden. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. So, wo willst du den denn haben? Ach du Scheiße. Ja, also ich meine, gibt halt schön Bonus-EP obendrauf. Wir wollen natürlich aufleveln, denn nur dann gibt es auch die guten Trucks. Da muss dann jetzt halt der Einparkprofi hier sich beweisen. So, okay. Ja, mit dem Lenkrad ist halt ein bisschen doof. Man wird es ab und zu hören, natürlich, das ist klar. Ach du Scheiße, der ist so kurz, der lenkt halt auch so direkt, ne? Könnte dann unser Vorteil sein, da könnten wir diese Kurve auf jeden Fall mal hinkriegen. Es ist natürlich jetzt doof, dass man durch den Rahmen nur meine Hände sieht, wie sie herumfuchteln, weil halt genau unter diesem grauen Balken, wo mein Name drin steht, das Lenkrad ist. Ja. Ah, ne, das ist verkackt. Das kriegen wir aber hin. Das ist schaffbar. So. Der zieht ein bisschen. Der ist zu kurz. Der ist zu kurz. Nicht präzise genug. Können wir den hier steuern? Wobei, jetzt sieht es doch ganz gut aus. Wenn er jetzt so auf grün springen würde, wäre es doch cool. Ja, gut. Dann machen wir es nochmal ein bisschen. Dann machen wir es halt nochmal ein bisschen angenehmer. So, jetzt ist er nämlich gerade. Und jetzt müsste es doch eigentlich hinhauen, oder? Wir haben uns unseren ersten Auftrag, Mister. Jawohl. So, fertig ist. Fracht ist entladen. T müssen wir drücken. Ich habe leider nicht genug Knöpfe am Lenkrad, um mir das da noch irgendwo aufzulegen. Das ist unsere Tastatur. Und das war durch. Ausgezeichnet. Motoröl von Berlin nach Berlin geliefert. Das gibt 92 EP. Digga, wir hätten gerade mal 2 EP bekommen für die Scheißstrecke. Wow. Okay, aber kein Level Up, ist Level 0 Neuling. Naja. Karriere hocharbeiten. Dies ist deine Firmenzentrale. Digga, das ist eine Baustelle. Eine sehr schlichte Garage. Nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKW sehen. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir deine eigene Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück. Finde ich mega geil. Also finde ich wirklich auch mega geil. Dieses Hocharbeitssystem, das ist ein ganzes Wirtschaftssystem, das hier drin steht. Du kannst eigene Trucks kaufen, du kannst sie modifizieren, dass sie auch richtig geil aussehen. Du kannst Fahrer einstellen, die dann richtig fahren. Sehr viele Möglichkeiten kommen da auf uns zu, Freunde. Ich habe da richtig Bock drauf. Wir haben 2355 Euro. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig für einen Truck. Und wir werden es aber auf jeden Fall noch genießen, solange wir noch keinen Truck haben. Denn sobald wir einen eigenen Truck haben, werden wir den erstmal eine ganze Weile benutzen müssen, bevor wir dann genug Geld scheffeln können. Muss dann immer mal regelmäßig was Neues zu holen. Deswegen wollte ich auf jeden Fall hier einen Scania als erstes auswählen. Das bedeutet nämlich, immer auf jeden Fall hast du irgendwo einen Scania-Händler freigeschaltet. Und ja, den Rest schalten wir uns nach und nach frei. Und ich würde sagen, das soll es jetzt erstmal für die erste Folge gewesen sein. In der nächsten Folge starten wir dann den nächsten Auftrag und sind dann unterwegs, wo auch immer uns die
die Aufträge so hinführen, wo es am meisten Cash gibt, würde ich sagen. In diesem Sinne, danke euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.